Servus. Glück auf. Und herzlich willkommen. So, drin vorher, 7 days to die. Warum habe ich hier eigentlich immer zwei auf der Seite? Muss ein bisschen, wie ist das, Leute? Den ich ein bisschen länger kenne. Mal gucken. Ihr wisst, ich muss immer ein bisschen auf Optik gehen. Ein bisschen. Ich glaube, ich mache diese Schlitze da auch nochmal weg. Weil das ist doch schon ganz nice hier. So. Hier können wir halt ein paar Iron Bars noch reinmachen. Oder Dachluken, meinetwegen. Die Ecke gefällt mir noch nicht ganz so. Da müssen wir mal gucken. Das stört mich hier dieses Ding hier. Ja, rein theoretisch könnte ich das hier komplett halt ja, mit Iron Bars oder sonst halt irgendwas machen, wo ich durchschießen kann. Das ist völlig wurscht. Ich könnte es einfach auflassen. Aber für Cops könnte man halt irgendwas reinmachen. I like it very much. Wird aber erst das kleine Ding hier fertig machen. Das Problem ist, ihr seht schon, die Aufgewerteten hier. Was ist eigentlich mit dem Baum hier? Wo kommt der her? Was ist los mit ihm? So, kriegen wir denn noch irgendwas Geiles da jetzt hin? Die sieht wieder scheiße aus wahrscheinlich. Ist halt genau andersrum. Aber das ist dann auch Schwachsinn. Dann können wir einen viereckigen nehmen. Wir haben doch noch... Das wird natürlich anders von außen besser aussehen. Ach, scheiß drauf. Das Crafting. Ist das doof, Alter? Alto Cravalto. Da 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 da. Ja, hier könnte man halt dann auch noch hier die Richtung machen, ne? Das ist halt auch noch ein Plan. Oder vielleicht von da aus, das weiß ich noch nicht. Erstmal werden wir es closen. Aber es kann gut sein, dass wir da in Zukunft noch irgendwie... was machen werden. Vielleicht machen wir da auch einen Eingang zum Aufgang oder sowas.
Also der muss definitiv weg. Die anderen kann ich halt erstmal lassen. Die kann ich, ja, wenn ich Langeweile habe, dann mal wegmachen. Sieht zwar da nicht so schön aus. Aber so viele sind es ja auch. Die sind ja, glaube ich, nur 5 pro Seite. Also mal gucken. Würde ich halt ernsthaft hier zuzumachen. Ja, 1500 geht ja noch. Easy peasy. Zack. So. Halt, halt, halt. Halt. Halt, halt. Die alten Viecher, ey. Copy the rotation. Hier ist voll Deggy, wenn ich hier bin. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich wieder hier irgendwas mit dem Bauen. Jedes Mal. Ich glaube immer noch, das liegt an den Cobblestonies hier. Cobblestone-Textur. Also hier ist. Muss ich mal Frames einblenden? Hier. 27, 30. Und es fühlt sich an wie. Guck mal, hier war es immer. Ey! Fräulein. Wo seid ihr denn? Irgendwo, wo ich euch nicht sehen kann. Außerdem soll ich da drüben mal Licht anbringen. Da 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 da. Hätte ich eigentlich auch nochmal so einen schmalen machen können, ne? Also hier an der. Ah, ne, wegen der Tür. Ne. Mach mal so. Mach mal Safe Call. Zack. So. So, so, so. So, so, so. Da, 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 da. Ich könnte jetzt richtig pervers was machen und... das Dach so machen. Frage ist halt, ob da dann Geier reingeflogen kommen. Bist du endlich down? Wahrscheinlich. Gute Frage, ne? Von daher machen wir die Schose einfach dicht. Ja, ihr seht es, also die 26 FPS, die fühlen sich hier an wie... Junge, Junge.
Ja, deswegen baue ich halt lieber außerhalb von Städten. Ist sie immer noch nicht tot oder ist da der Wanderhorn oder was? Schlimm. Ja, das Dach müssen wir jetzt auch nicht aufwerten hier erstmal. Das ist nur. Wird uns keine Geier auf den Bummel gehen. Mal die FPS wieder aus. Und wird es ja auch nicht besser. Ich könnte das Gebäude hier auch noch richtig absafen. Den mal mit. Wie eine Art Rampensystem arbeitet. Was die Zombies nicht raffen. Wo sie halt hochgehen und immer wieder runterrutschen. Ohne auf die Blöcke zu schlagen. Aber das grenzt schon fast an Cheaten, finde ich. Deswegen weiß ich nicht. Also ich könnte hier unten die zwei Reihen Spikes wegmachen. Beziehungsweise eine Reihe Spikes. Und warte mal, gibt es hier bei Cobblestonies? Und da macht ihr nicht diese Ramp, sondern dieses hier. Oder ihn hier. Ist egal, es ist vom Winkel her dasselbe. Ich kann euch das ja mal demonstrieren. An einer Seite. Ist ja kein Cheat, das ist halt Ausnutzen von dummen Zombies. Aber es fühlt sich so ein bisschen so. Larifari. Ich meine, gut, wenn irgendwelche Bomber kommen oder Cops oder so, da spielt es natürlich wieder keine Rolle mehr. Ich mache das mal in diesem Viereck hier. Demonstriere euch das mal in diesem Viereck hier. Die Horde. Tag 14. Ich werde die Horde auch noch machen in dieser Aufnahmesession. Also kurz dann auf eine andere Dingens noch einsteigen, ist auch immer dumm. Mal gucken, ob ich das jetzt hier noch alles zugebaut kriege. Aber wie gesagt, normal reicht auch das Ding jetzt hier, wenn ich da die Rampen drum mache, wenn das echt klappen sollte. Easy peasy. Frage ist, was mache ich hier rein? Erstmal, ich könnte diese Dinger hereinmachen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil Iron Bars und so habe ich noch nicht, glaube ich, ne? Weiß auch nicht, ich gehe gleich erstmal drüben gucken. Ich muss. Ich kann es nicht haben, Leute. Ich kann es nicht haben. Ich mach sie raus. Zumindest an der Seite hier mal. Ja, dann zeige ich euch das mal bei der Horde mit den Rampen. Also man kann da richtig pervers mitbauen. Ich weiß nicht, wie es später ausschaut bei späteren Horden. Aber ja, generell erstmal, ihr müsst gar nicht bauen für Horden. Ja, wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das nicht. Aber das war in 7 Days schon immer so. Man kann sich zum Beispiel aufs Fahrrad schwingen, aufs Motorrad, ins Auto setzen und kann halt, wenn die Horde kommt, einfach die ganze Zeit über die Map fahren. Das geht wunderbar.
Ansonsten, ihr könnt die Horde aber auch bekämpfen ohne Base. Einfach mit einer Schotti, ein paar Granaten oder explosiven Pfeilen und könnt die auf der Wiese machen. Habe ich auf dem Server viermal gemacht. Da war natürlich der Unterschied, dass nur 12 Zombies waren und nicht 24, wie ich spiele. Von daher weiß ich nicht, inwieweit das dann noch machbar ist. Aber könnte man auch mal ausprobieren. Man könnte sich auch irgendwie einen kleinen Parcours dann bauen oder sowas, um das noch ein bisschen zu unterstützen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst nicht unbedingt eine Base bauen für die Horde. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es geht wunderbar ohne Base. Das war eine Wanderhorde, die steht da verstreut. Oder ist das noch die Reste von vorhin? Ne, das sind sogar ein Dingens bei Soldaten. Ist traurig, dass das geht. Wäre früher definitiv nicht gegangen. Es ist aber einfach so, dass ihr schneller seid wie die Zombies. Und natürlich, ja, dadurch könnt ihr natürlich, wenn ihr genug Ausdauer habt, immer wieder weglaufen, euch einen Vorsprung erarbeiten und so weiter und so fort. Sobald ihr eine Schotti habt, geht das. Geht das wirklich. Ihr müsst, klar, ihr müsst ein bisschen Eier haben. Ihr müsst wissen, wie ihr euch bewegen müsst. Und ihr müsst ein bisschen Rüstung haben, gute Heilung. Aber ja, da habt ihr noch ein bisschen Nervenkitzel. Aber ihr müsst halt nicht unbedingt eine Base bauen. Aber für mich ist halt, für mich persönlich ist halt das Bauen in 7 Days, ja, halt ein großer Faktor, warum ich überhaupt 7 Days baue. Spiele. Warum ich überhaupt 7 Days baue, Alter. Do you know it? Ist natürlich wieder nervig, dass hier so laggy ist. Es kann hier auch einfach an dem Nebengebäude liegen. Aber ich wollte hier auch gar nicht so eskalieren mit dem Umbauen. Aber gut, jetzt machen wir das einmal hier. Ihr seht ja, das Gebäude ist dann auch fertig hier. Das könnte ich nochmal aufwerten, aber das muss ich nicht unbedingt aufwerten. Das ist die zweite Horde. Ich weiß gar nicht, was haben wir für ein Game Stage? 92, also alles gut. Klar kann der eine oder andere Copy kommen. Klar kann er auch hier vorspucken. Ja, vielleicht macht er sogar mal einen Block weg, wenn ich ihn ignoriere oder so. Aber ansonsten passiert da nichts. Hier oben, ja. Naja, kommen mal alle hier hin, geben alle eine Spikes. Die Spikes müssen eh weg. Wegen mir können jetzt Wanderhorn kommen am Fließband. Ich kann auch mal ein bisschen schießen hier. Vielleicht kommen die anderen dann noch hier hin. Dass man den Zoom nicht einstellen kann, ist super nervig. Ja, wie gesagt, wegen mir kann hier eine fette Wanderhorde kommen. Die können gerne alle Spikes da unten wegmachen. Die müssen eh gleich weg. Ich werde euch das mal zeigen mit den Rampen bei dieser Horde. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, was ihr davon haltet. Wie das auch bei späteren Horden noch funktioniert, bin ich mir unsicher. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt so funktioniert, wenn man es jetzt so einfach als Wand baut, wie ich es baue. Wir werden es jetzt einfach ausprobieren. Was soll das? Wenn es geht, ist vielleicht für den einen oder anderen, ja, Anfänger ganz interessant. Und dann brauche ich das hier eigentlich auch noch gar nicht fertig bauen jetzt für die Horde. Weil normalerweise sollte dann das Viereck reichen. Soll es nicht reichen, kann ich natürlich immer noch rüber hier. Und ja, dann kriege ich eventuell ein bisschen Probleme mit Geiern, wenn welche da sind. Aber ich habe jetzt nicht den Druck. Bei mir, hallo, hier bin ich. Genau. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Druck, das da drüben auch noch fertig zu bauen. Ja, wenn ich die Zeit habe, mache ich das auch gleich noch fertig, logisch.
Aber ich muss ja unten jetzt gleich erstmal die Spikes wegkloppen. Das ist halt ein bisschen. Aber generell können wir dann auch komplett ohne Spikes arbeiten, wenn das klappt. Dann braucht ihr Spikes echt nur setzen, wenn ihr Screamer erledigen wollt. Ja, und dieses Rampenprinzip kann man halt auch dann halt mit sowas machen, wie es jetzt hier ist, mit so Säulen. Ja, man könnte dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, was weiß ich, wie viele Säulen ihr bauen wollt. Und an den Säulen die Rampen, so dass die Zombies nicht auf die Säulen kloppen. Und dann, ja, könnt ihr auf die Säulen bauen, wie ihr wollt. Ne? Könnt dann ein riesen Loch drin lassen, dass ihr die Zombies dann da bekämpft. Da könnt ihr dann Granaten runterzimmern auf die Säulen, da wo die stehen. Und ja, das ist, wird hier ein bisschen schwieriger sein, aber ja, lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, es fühlt sich in meinen Augen ein bisschen an wie Cheaten. Und es ist halt kein Cheaten, ja. Es ist halt Ausnutzen der Bausituation, die da ist. Steht erstmal mal auf, Alter. Hast du sogar geschnallt, wo der Schuss herkam? Ja, dann bring doch mal die alten Soldaten auch noch mit. Er schnallt das doch nicht da hinten, oder? Mein Gott, Junge, lauf doch nicht immer dahin, wo ich dich nicht sehe. Was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, und genau das passiert dann halt nicht mehr. Die hauen halt nicht mehr vor die Wände. Und dadurch ist es dann einfach OP. Hallo? Hast du den Weg auch hergefunden? Das ist nett von dir. Ey. Ich muss eigentlich mal die Shoddy antesten. Gut, wir können schon mal runter. Wir können unten schon mal anfangen. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen schmerzfreier wie andere. Mich juckt das nicht groß, ob Nacht ist. Ich habe ein bisschen wenig Ausdauer, weil Hunger. Was mich gerade ein bisschen eher juckt, ist, wie komme ich runter? Hier würde ich runterkommen. Komme ich aber nicht mehr rauf. Weiß halt nicht, ob ich mir hier ein Bein breche. Muss ich hier tricksen. Hoffen, dass das klappt. Ah, easy! Wenn er nichts kann, ne? Wenn er nichts kann! Gut, ich zeige euch das mal hier an der Seite. Hier ist ja schon schön ein bisschen was weg. Ich kann auch die einen Reißbikes stehen lassen. Stört mich nicht. Ja, und wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, ja, könnt ihr rein theoretisch das von Tag 1 an bauen und einfach aus Holz bauen. Das müssen wir halt mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Blöcke Schaden kriegen oder nicht. Wir testen das einfach. Vielleicht wird es schon wieder gefixt in irgendeiner anderen Alpha-Version. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ja so viele. Könnt mit Rampen arbeiten einfach. Da laufen die Zombies ständig hoch und fallen runter. Und ja, ich bin halt so der Spieler, der die Horde schon bekämpfen will.
Und klar, ich bekämpfe sie auch das mit den Rampen, da bekämpfst du die Horde ja auch bei. Also so ist ja nicht. Aber die Horden-Schwierigkeit einfach ist von Alpha-Version zu Alpha-Version schlechter geworden. Muss man einfach so sagen. Früher war eine Horde noch wirklich schwer. Heute ist sie nicht mehr schwer. Zumindest mindestens, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es richtig hingesetzt kriege hier. Dich nicht um. Der Plumpsack geht darum. Wer sich umdreht oder lacht. Jo Leute, wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich auch. Und ja, lasst euch überraschen, was mein Rampen System bringt, ob es was bringt, ob es funktionieren wird. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. In diesem Sinne, haut rein. Bis. Ich wollte noch die richtige Drehung abwarten. Bis zur nächsten Folge. Ciao.